Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mystery Dungeon Team Roach. Ja, wir müssen weiter Kastanien sammeln. Wir haben im letzten Part jedenfalls eine gefunden. Immerhin eine. Ich glaube, zwei brauchen wir noch. Und ja, die holen wir uns jetzt. Oh Mann. So langsam kann ich diesen Dungeon nicht mehr sehen. Ich hoffe, wir finden jetzt hier die restlichen beiden Kastanien. Sinelbeere, okay. Wisst ihr was? Wir suchen jetzt den kompletten Dungeon ab. Den kompletten Dungeon. Einfach nur in der Hoffnung, Alter, dass wir genug finden. Oder dass wir wirklich alle Kastanien finden. Da oben ist ein Grüngummi. Okay, immerhin. Ist ja auch okay. Können wir auch gebrauchen. Und es trainiert ein wenig Edekit. Och Mensch, komm schon. Dein Ernst? Danke. Blödes. Samurzel. Ein Plosivsahn und ein Apfel, okay. Plosivsahn, ja, Plosivsahn. Da unten geht's nirgends hin. Eine Sinelbeere. Nichts und hier hinten war die Treppe. Genau. Okay, erste Ebene fertig. Wow. Dann dürfte auch bald das Event kommen, dass wir zu Groudon können. Hoffe ich zumindest. Denn ich weiß nicht, dürfen wir, können wir da Edekit mitnehmen? Ich glaube, wir dürfen da unseren Teampartner sogar mitnehmen. Ich glaube es, ich weiß es nicht, ich glaube es. Sogar Glut richtig eingesetzt. Ein Apfel. Nein, Edekit. Komm zu uns. Okay, er geht den Weg. Oh, zum Glück. Ich hab voll verpeilt, dass Dings verwirrt war. So dass er uns nicht weiter folgt und sich nicht bewegt. Das war fast doof. Aber nur fast. Nur fast. Okay. Oh, scheiß Blutzuck. Nerv mich doch nicht. Ich meine, Elekid levelt hier ja an sich auch nicht wirklich gut. Er kriegt ja auch nicht wirklich viel Erfahrungspunkte. Wow. Nice. Nice. Nein, nein. Oh, ja, zum Glück. Erdbeben, dein Ernst? Ah, okay, gut. Haben wir geschafft. Nice. Komm, lass uns doch bitte ein paar Kastanien finden. Mehr als eine diesmal, bitte. Natürlich nicht. Es schlug fehl, was? Ach, musste das sein? Mensch, 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 Mensch. Da ist nichts mehr. Okay, Samurzel. Wie viele Pokémon gibt es hier denn? Alter Vater. Doki erreicht Level 22. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Ich glaube, wir werden diesmal den ganzen Part, wirklich den kompletten Part, in diesem Dungeon verbringen. Ich glaube schon. Okay. Es ist neblig. Was bringt denn Nebel? Macht das irgendwie einen Unterschied im Dungeon? Ich glaube nicht, oder? Monsterraum. Okay. Aquaknarre. Dein Ernst? Ach, Zocke kann nicht eingesetzt werden. Oh Mann. Nehmen wir mal Blubber. Falsche Richtung. Nochmal falsche Richtung. Oh Mann. Gut, dass die einfach kein Damage machen. Das ist echt ein Riesenvorteil. Der ist besiegt. Nice. Ja, es ist halt, sie machen kein Damage. Das ist das Gute. Das ist echt gut.
besiegt. Oh. Gut, dass das nicht funktioniert mit dem. Ich kann's. Was? Warte, 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 warte. Warte. Hä? Wir hatten doch. Richtig. Oder. Hä? Kann ich jetzt mal bitte die Verwirrung loswerden? Alter, scheiße. Alter, scheiße. Wie lange bin ich denn verwirrt? Heilige Kacke. Ist ein bisschen nervig, ne? Okay. Weiteres Blutzeug ist besiegt. Noch eins ist besiegt. Okay, nice. Okay, keine Verwirrung mehr. Oh. Zum Glück, Alter. Zum Glück. Das hat mich gerade ein bisschen geschockt, muss ich ja sagen. Das war... Wow. Aber einiges an Poke kriegen wir hier. Das ist schön. Paralysiert. Nice. Du machst einfach keinen Schaden mit deinem Donnerschlag. Ruckzucki bist du schon eine bessere Möglichkeit. Hoi. Poke holen wir gleich auf dem Rückweg. Wir müssen da ja eh noch einmal lang. Und... Zack. Und noch einmal. Zack. Die Musik ist gerade ein bisschen... Hui. Wieso? Mann. Oh, Moment. Ah, ich sollte vielleicht anfangen, Elekid die Gummis zu geben, denn... Draki und ich sind auf dem gleichen Level, was der in EQ angibt, angeht. Huh. Oh. Hätte ich darauf mal früher geguckt. Okay, gut. Gehen wir zur Treppe. Dann hört auch die Musik auf. Hoi. Danke. Einmal bitte nach da, genau. Lobba. Zack, zack. Okay, besiegt. Nice. Ich würde gern Kastanien finden. Ups, ich wollte es eigentlich fixieren, aber okay. Fixieren, nice. Zack. Zack. Wir machen aber auch an sich echt null Damage, ne? Fällt mir auch so auf. Ich meine, wir sind zwar an sich hier total überlevelt. Weil die ja auch keine Erfahrungspunkte mehr geben. Nicht wirklich. Eigentlich müssten wir doch schon ein ganz gutes Level haben. Aber irgendwie... Ja, machen wir trotzdem kein wirkliches Damage. Da unten bringt es nichts lang zu gehen. Gehen wir mal hier lang. Und hier lang. Da ist noch ein Item. Ah, wieder keine Kastanie. Mann. Das kann doch nicht sein, ey, dass wir keine Kastanien finden. Wenn wir in diesem Part keine weiteren Kastanien finden, beziehungsweise nicht die restlichen Kastanien finden, sag ich mal, dann werde ich das offscreen machen. Dann, ja. Ja, weil das wird sonst auch für euch, glaube ich, ein bisschen doof, wenn ich ständig immer wieder nur diesen Dungeon hier mache. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Dass man auch keine irgendwie kaufen kann oder so, das ist ein bisschen doof. Weil dass es die hier so selten gibt, alter Vater. Grüngummi. Was haben wir denn hier alles für Items, ey? Hui. Essen wir mal einen Apfel. Und noch einen. Dann sind wir wieder voll, was den Magen angeht. Wir haben Unmengen an Plosivsamen, heilige Kacke. Effizienzexperte.
Was war denn das nochmal? Ah. Okay. Nein, ich wollte es nicht aufwecken. Okay, besiegt. Okay, nicht besiegt. Hi, okay. Dein Ernst, Blanas, du warst in diesem einen einzigen Loch. Dein Ernst. Och komm. Ah, die normalen Angriffe treffen keine Gegner. Ah, okay. Keine Teampartner, sag ich mal. Okay, der Rest, wie es aussieht, schon. Und hier ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen zur Treppe. Und hoffen, dass wir diesmal in der nächsten Ebene jedenfalls was finden werden. Ach Mann. Noch 4 Ebenen. Aber es gibt hier echt viele Gummis, das ist das Positive. Das ist das Positive. Hier können wir den EQ ziemlich gut hochfarmen. Oh! Danke. Stachelsporn ist ätzend. Da ist nichts. Oh! Warum ist Feuerriegel? Warum ist Raki da weggegangen, anstatt gegen das Pokémon zu kämpfen? Warum lässt sich denn... Warum? Hä? Das macht keinen Sinn. Das ist mir ja noch nie passiert. Lol. Okay, Elekid ist auf jeden Fall gestorben. Wir setzen eine Persephone ein. Meine Güte. Das Spiel ist gerade dabei, mich zu ärgern. Ja, ist es. Definitiv. Och Mensch. Besiegen. Nice. Und auf zur Treppe. Und die Ebene auch erfolglos verlassen. Meh. Wir bräuchten Pflanzen-Pokémon. Definitiv. So viele Flora-Gummis, wie es hier gibt. Sinelbeere heben wir jetzt nicht auf. Okay, heben wir doch auf. Gut, 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 gut. Was? Ich hab da nach oben gedrückt. Okay, wir brauchen... müssen gleich einen Top-Elixier einsetzen, damit wir wieder Fähigkeiten einsetzen können. Geh weg. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Oh, es kam hier gerade eine kleine Grüne... Oh, eine kühle Brise kam hier gerade rein. Oh, war das angenehm. Oh. Es ist arschwarm. Erneut, wie sonst auch in meinem Zimmer. Passiert leider, wie es aussieht, öfter. Mein Zimmer ist allgemein echt einfach viel zu warm. Das, obwohl ich mein Fenster wirklich die ganze Zeit auf habe. Das ist halt das total Unlogische. Okay, weg. Danke. Gut, gut, gut. Wow. Ich will eigentlich nicht nochmal komplett zurückrennen nach da ganz hinten. Aber ich glaube, das nützt nichts. Das müssen wir machen, denn ich will gucken, ob da vielleicht eine Kastanie ist und ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Dein Ernst, geh weg. Oh, geh weg. Danke. Okay, komm, lass da eine Kastanie sein. Ah, nein, Flora-Gummi. Aber ich glaube, es gibt hier noch einen Raum. Sieht zumindest so aus. Oh, es ist warm. Geh weg mit deinem Giftstachel. Okay, und nein, natürlich nicht. Das Spiel hasst uns. Das Spiel hasst uns. Och, komm, dein Ernst. Oh, Verzweifler. Ist jetzt nicht so gut, dass ich das einsetze? Besiegt. Okay. Dann... Top-Elixier. Dass ich in so einem Dungeon einfach mal... Ja.
Meine Attacken verbrate, Alter, wow. Das war das erste Mal, dass wir Top Elixier einsetzen mussten, oder? Ich glaube schon. Okay, und Flora-Gummi werfen. Oder kann es sein, dass die Dings, die Kastanien, erst auftauchen, wenn Mankeys auftauchen? Es kann natürlich sein. Es kann natürlich sein. Wäre natürlich ein bisschen ätzend, weil ich jetzt voll die Zeit verbraten habe in dem Dungeon da oben, aber egal. Das war gut. Grünen Gummi werfen. Und Statusprüfer. Nice. Okay. Das war der natürlich total korrekte Weg, den ich gelaufen bin. Geh weg! Okay, nächste. Oh, wieso sind hier denn so viele verdammte Pokémon unterwegs? Heilige Scheiße. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt nicht normal. Kastanie, Apfel. Musstest du jetzt da oben spawnen? Ich glaube, er musste es, ja. Ich glaube, er musste es. Da ist nichts mehr, okay. Auf in die nächste Ebene. Die letzte. Ich hoffe, wir finden hier jedenfalls eine Kastanie. Oh Mann, bitte, komm schon. Lass uns eine Kastanie finden, sonst war der Part wieder so total unnötig. So. Total umsonst. Hör auf, Wachstum einzusetzen. Was ist denn mit dir? Nö. Wow, jetzt bewegt er sich. Oh Mann, nee. Das Spiel verarscht mich gerade herrlich. Aber übertrieben. Ich brauche unbedingt ein Fliegengitter vor meinem Fenster. Sonst fliegen hier wieder tausende Mücken rein. Ich kann ja nichts machen. Lala. Schaffst du schon. Danke. Nice, Draki. Kastanie. Ja. Yeah. Den Samen können wir. Essen wir ihn mal. Nichts geschieht. Ja, doch. 500 Hunger aufgefüllt. Mehr aber auch nicht. Cool, dann können wir den Dungeon. Obwohl, die Ebene erkunden wir noch komplett fertig. Und so gucken, vielleicht gibt hier ja noch irgendwie eine weitere Kastanie rum. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Wieso habe ich eben bei dem Eckkampf da hinten nicht Blubber eingesetzt? Ich war der Meinung, meine ganzen KP. KP? AP. AP sind verbraucht worden. Verdammt. Ich glaube, wir werden hier keine mehr finden. Nee, ich glaube nicht. Oh Mann, was ist denn los mit euch? Warum gibt es hier denn so viele Pokémon? Das passiert mir echt selten eigentlich, dass hier so viele Pokémon in einem Dungeon sind. Okay, hier ist nichts mehr. Ich glaube, der Weg da hinten führt nicht mehr zu einem weiteren Raum, oder? Ah, ich kann ja mal gucken. Nein, tut er nicht. Der andere Weg da unten führt auch nur einmal im Kreis, beziehungsweise ja, einmal im Kreis wahrscheinlich. Okay, wir haben immerhin eine Kastanie gefunden, haben auch nur den ganzen Part in dem Dungeon wieder verbracht. Die nächste Kastanie werden wir dann offscreen, oder werde ich dann offscreen holen. Ja, definitiv. Wir waren heute wieder großartig, ich weiß. Ja, das waren wir. Ja, speichern. Okay. Nein, laber nicht. So. Post prüfen, Einstellungen, lagern. Ja, wir haben eine Kastanie mitgebracht. Ich lese das nicht vor, das geht auf die Stimme. Okay, oder war das die letzte Kastanie, die wir brauchen? Ich hoffe, kann auch sein, dass es die letzte war. Wäre auch ganz cool auf jeden Fall. Und so. Motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie setzt die Mankey-Bande die Renovierungsarbeiten an der Retter-Team-Basis fort. Und endlich war die Basis fertig. Ja, nice. Endlich. Endlich ist es soweit. Doki, es ist fertig. Endlich.
Unsere Pokepack-Basis. Oh mein Gott, das sieht... Oh mein Gott, sieht das cool aus. Oh mein Gott. Das hat echt Style. So cool. Immer, wenn ich sie mir ansehe, erkenne ich pure Coolness. Die Ähnlichkeit mit dir gibt dem Ganzen eine nette Zugabe, Doki. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber es war es wert. Wohin genau? Ich danke euch allen. Sag mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo die Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet das dann, dass wir keine geschickten Kastanien mehr bekommen? Haha, ja, genau. Unsere Basis ist endlich fertig. Wir müssen nicht mehr daran arbeiten. Menki-Bande, wir danken euch herzlich für alles. Ja, also, ja, das ist ja irgendwie voll nicht cool. Also, ja. Menki! Was machen die denn da? Was ist denn jetzt kaputt? Hört doch auf, meine Basis! Was soll das denn? Hört auf damit! Ja, Mann, hört auf! Wagt es nicht! Da alle mit gemeinsamen Kräften halfen, die wild gewordene Menki-Bande aufzuhalten, konnte die Basis gerettet werden. Was die Menki-Bande angeht, sie versprach mit der Toberei aufzuhören. Und nach dem Genuss weiter geschälter Kastanien kehrte sie in den Wald zurück. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis endlich zum Ende kam. Nice, am nächsten Morgen. Na 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 na. Wir beenden jetzt hier den Part, Leute, wir speichern noch einmal kurz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.